Lieben, dieses Video hätte ich am liebsten direkt nach dem Aufwachen aufgenommen, weil mein Kopf so voller Visionen und Bildern und Gefühlen waren seit dem Erwachen, dass ich mich sofort umgezogen habe, mich ins Atelier gesetzt habe und jetzt für euch das Video aufnehme. Eigentlich für uns alle, denn ich höre mir ja selber immer zu, wenn ich die Videos aufnehme und jetzt dieses Thema ist so wichtig. Es fasst ein bisschen die ganzen Ereignisse der letzten Wochen zusammen, eigentlich der letzten Monate. Diese Klartext-Videos sind für mich immer so eine Mischung aus Appell, Plädoyer und Weckruf, den ich einerseits höre und den ich gerne weitergebe. Und ich weiß, dass viele von euch, ja, genau wie ich, ab und zu mal so einen Weckruf brauchen. Das passt jetzt sehr gut, dieses Wort Weckruf, weil draußen die Hähne jetzt sehr stark krähen. Es ist draußen noch dunkel, also Dämmerung, 6:30 Uhr. Und ja, sie bilden ja im Moment hier in meinem neuen Zuhause die Hintergrundmelodie. Worum geht es? Es geht um das Bild der Überschwemmungen, die weltweit sehr, sehr viele Menschen betreffen. Aber natürlich vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen in Deutschland sehr viele Menschen. Und die deutschsprachigen Menschen sind ja nun mal diejenigen, die ich mit meinen deutschen Videos erreichen möchte. Ich hatte einen Visionstraum, das heißt ein Traum, der einerseits ein bisschen die Zukunft zeigt, andererseits der die Ereignisse eben zusammenfasst, die ich dann wiederum analysieren, entschlüsseln kann, um sie für euch in Worte zu übersetzen. Hier auf Mallorca im Hochsommer ist genau das Gegenteil von Überschwemmungen, absolute Trockenheit. Wenn es denn mal ein bisschen gewittert, dann fallen 5 Tropfen und man denkt nur, huch, was war das jetzt? Und dann ist es schon wieder vorbei. Warum träume ich also von Überschwemmungen? Einerseits, weil ich ja ganz intensiv mit euch verbunden bin. Ich bekomme viele, viele Nachrichten von euch, in denen um Hilfe gebeten wird, um Tipps, um Impulse zu euren jeweiligen Situationen. Ich kann sie nicht alle beantworten. Ich gebe mein Bestes und wenn es dann halt wirklich nur ein, zwei Sätze sind. Aber ich spüre natürlich euch und euer Leid, euer Glück, eure Gedanken. Ich könnte mich von dem Ganzen abschotten, aber dann würde ich meinen Job nicht machen. Meine Aufgabe ist es, in dieser Zeit zu begleiten und Tipps zu geben. Deshalb habe ich dieses kollektive Feld einfach gespürt in der Nacht. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Ich habe so viele Videos gemacht, fast täglich, seit das Ganze angefangen hat, letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, um euch zu motivieren, nicht aufzugeben, bei euch zu bleiben, in eurer Kraft zu sein, beziehungsweise wirklich endlich, endlich, endlich in eure Kraft zu kommen. Und alles, was im Außen passiert, alles, was an Naturereignissen passiert, alles, was an politischen, wirtschaftlichen Ereignissen passiert, spiegelt, und das sage ich zum wiederholten Male, unser Innerstes. Unser Inneres will sich entwickeln, expandieren, wie das Schöpfungslicht der Macht im Hintergrund, das ich ausgewählt habe für dieses Video. Dieses Licht in uns will raus. Doch die Gewohnheiten sperren unser Licht ein. Und die Gewohnheiten wollen jetzt endlich losgelassen werden. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das Alte nicht loslassen, und dazu habe ich zig Videos gemacht in den letzten Wochen und Monaten, dann muss es sich quasi frei sprengen. Und Überschwemmungen sind ein sehr klares Sinnbild dafür, dass sich etwas aus dem tiefsten Inneren heraussprengen will. Es bricht sich Bahn. Und Wasser steht für Gefühle. Unsere Gefühle brechen sich Bahn. Ob das Verzweiflung ist, ob das Angst vor Neuem ist,
ob das Angst ist, das Alte loszulassen. Es bricht sich Bahn. Wir können natürlich versuchen, das Alte weiterhin einzusperren, einzudämmen. Es ist einerseits schön, dass die Menschen Staudämme erfunden haben. Das Vorbild sind ja die Biber, diese wunderschönen Gesellen, die es kaum noch gibt, weil die Menschen die Natur immer weiter denaturieren. Biber bauen Dämme in natürlichen Bachläufen, damit eine kleine Auenlandschaft entsteht, wo wieder unglaublich viele wundervolle Tiere, Pflanzen, Lebensraum finden. Also es ist genau das Gegenteil von den Kanälen, die die Menschen gerne bauen. Kanäle sind total unnatürlich. Natürlich ist ein mäanderndes Gewässer, ja, das sich Bahn sucht im Gelände, das um bestimmte Hindernisse herumfließt. So wie wir, wenn wir im Flow sind, mit den Ereignissen fließen können. Oh, da kommt ein Hindernis. Wasser fließt um das Hindernis herum oder spült es weg. Wenn wir in unserer Kraft sind, wenn wir unser Licht leuchten lassen, spülen wir unsere Blockaden und Hindernisse weg. Wenn wir im Flow sind, fließen wir um Ereignisse und Herausforderungen herum, die wir nicht wegspülen können, weil es ein natürlicher Effekt ist, das zu tun. Aber wenn wir so eingedämmt sind wie ein Kanal, links und rechts hohe Mauern, dann gibt es ja nur einen Weg, den Weg der Politik, der sozialen Gepflogenheiten, Traditionen, Rituale, all die alten Sachen, die uns nur eine einzige Lösung geben. Doch das funktioniert nicht mehr, ihr Lieben. Wenn, um jetzt mal das Bild des Kanals zu nehmen, zu viel Regen herunterkommt und es nur Kanäle gibt, dann kann das Wasser nicht ausweichen. Das heißt, ein Kanal, zum Beispiel ein begradigter Fluss, tritt sehr schnell über die Ufer, weil es keine Auenlandschaften mehr gibt, in denen sich das Wasser ausdehnen kann, um nicht rasend und sehr, sehr massiv und sogar tödlich für alles, was da im Wege steht, abzufließen. Ich habe das zeitlebens immer wieder beobachtet. Es gab schon so oft Überschwemmungen und sie werden ja auch immer mehr, weil wir immer mehr Boden verdichten, indem wir Straßen bauen, Häuser bauen, alles zu betonieren. Das Wasser kann nirgends mehr hin. Unsere Gefühle können jetzt seit über einem Jahr nirgends mehr hin. Die Angst schwappt immer wieder hoch. Ich habe so tolle, sehr, sehr wache Menschen in meinem Umfeld. Und glaubt mir, wenn ihr ein paar Mal Kommentare unter meine Videos geschrieben habt, dann kenne ich euren Namen und mein Unterbewusstsein kennt auch eure Geschichten. Und wenn ich dann von Menschen, die oft schreiben, wow, ich bin schon so lange auf meinem Weg und ich freue mich so auf das Neue, wenn sie dann schreiben, oh, meine Angst kommt wieder hoch und ich fühle mich gerade so bombardiert von diesen Nachrichten. Selbst Menschen, die schon lange auf ihrem Weg sind, die schon viel von ihrem Licht ausgedehnt haben oder ausdehnen, die also wirklich sehr präsent sind, werden ab und zu überschwemmt von diesen Gefühlen, von diesen ganzen Dingen und Ereignissen, die in unserem Leben gerade stattfinden. Wir werden überschwemmt, wenn wir immer noch in alten Mustern denken, wenn wir nicht loslassen, wenn wir uns nicht für das Neue öffnen, wenn wir immer noch an alte spirituelle Konzepte glauben. Ich hatte da gerade wieder eine tolle Diskussion mit jemandem, der wirklich sehr, sehr lange schon in seiner natürlichen Spiritualität lebt. Und Spiritualität ist etwas völlig Natürliches. Nur haben wir den Zugang zu dieser Natürlichkeit verloren. Auch da. Wir sperren uns in Konzepte ein, von denen wir glauben, sie sind wahr, weil Menschen es schon so lange glauben.
die alten Weisheitslehrer. Ja, es gab schon sehr lange, oder es gibt schon sehr lange, sehr viele sehr weise Menschen, die sich Gedanken machen über diese Welt, über das, was wir als Menschen hier erleben. Aber haben sie deshalb recht? Ich habe keine Philosophie studiert in der Schule oder an der Universität. Ich habe nicht viele philosophische Bücher gelesen. Ich lebe, ich nehme wahr, ich sehe Ereignisse, ich höre Menschen zu und ich schaue, was gibt es für Lösungen. Ich nenne das immer eine Naturphilosophin. Das heißt, ich beobachte tatsächlich auch die Natur. Wie geht die Natur mit Herausforderungen um? Wie ich gerade dieses Bild der Biber herangezogen habe, das habe ich mir nicht vorgestellt jetzt in diesem Video, dass ich das nehmen würde. Ich habe das neulich erst wieder gesehen. So ein kleiner Fetzen bei Facebook, ein kleiner schöner Beitrag über Natur. Ich habe gar keine Zeit, mich weiter zu informieren, weil ich im Moment so viel für die Menschen mache. Natürlichkeit bedeutet, dass wir mit dem Leben fließen, dass wir nicht gerade ausdenken, sondern Raum geben für Lösungen, die aus ganz unerwarteten Richtungen kommen. Letztes Jahr habe ich in der Zeit, in der wir hier auf Mallorca, also in Spanien, eingesperrt waren, diese 7 Wochen, und ich extrem viele Theorien von allen Seiten über meine Freunde, über das Internet bekommen habe, überlegt, was passiert für mich persönlich, wenn das Internet ausfällt, wenn ich eben meine Arbeit nicht mehr, also ich kann sie noch machen, aber ich kann sie nicht mehr verkaufen, sprich, ich verkaufe meine Bilder, ich verkaufe meine Coachings und so weiter über das Internet. Wenn das Internet ausfällt, dann kann ich immer noch malen, ich kann auch immer noch beraten, weil ja um mich herum auch lebendige Menschen sind. Aber das meiste mache ich über das Internet. Was passiert für mich, wenn das Internet zusammenbricht, was ja viele damals, also letztes Jahr, prognostiziert haben? Und dann ist mir wieder vieles durch den Kopf gegangen, wo ich dachte, ich kann so viele andere Dinge tun. Ich kann putzen, ich kann kochen, ich kann Menschen helfen in jeglicher Form. Ich bin kraftvoll, ich bin kräftig, das heißt, ich kann auch zupacken. Und ich habe in meinem Leben schon so viele Jobs gemacht. Ich werde, wenn ich das will, immer eine Lösung finden, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was passiert, wenn die Geschäfte schließen? Also wir hatten ja tatsächlich hier auf Mallorca eine Lebensmittelknappheit für eine kurze Zeit, weil wir eine Insel sind. Und wenn alles zum Erliegen kommt, also wenn alle eingesperrt sind, dann gibt es auch niemanden, der Geschäfte beliefert oder der überhaupt Dinge auf eine Insel bringt über die Fähre oder über den Luftraum. Also habe ich mir überlegt, was mache ich, wenn ich nichts mehr zu essen bekomme? Dann ist mir wieder eingefallen, wow, ich habe meinen Garten, ich weiß mittlerweile, wie das funktioniert, etwas anzubauen. Ich kann in der Natur Dinge finden, die ich essen kann. Auch das habe ich mir in den letzten Jahren wieder angeeignet. Und ich habe gemerkt, wie viele Lösungen ich parat habe. Und das möchte ich euch mal ans Herz legen. Vielleicht habt ihr das letztes Jahr auch schon gemacht und vielleicht habt ihr das auch dieses Jahr schon getan. Es gibt zwei Wege, in die Zukunft zu denken. Die destruktive, also die Angstvariante, die zerstörerisch ist. Ja, was kann alles passieren? Apokalypse! Ich werde verhungern, ich habe kein Dach über dem Kopf, ich werde erfrieren, was auch immer. Ich werde sterben. Und zum Thema Tod habe ich Ende letztes Jahr einige Videos machen sollen, also wirklich Auftrag von oben, weil so viel Angst vor dem Tod da war. Und wenn wir das bis zur Konsequenz durchdenken, bedeutet echtes Loslassen, auch das Leben loszulassen. Was soll passieren? Für mich ist der Tod ein Zustandswechsel aus der Materie, ja, fester Körper,
in eine ätherische Form und dann kann ich mir überlegen, was mache ich jetzt? So wie ich mir jeden Morgen überlege, was mache ich jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und ich habe keine Angst mehr vor dem Leben. Die hatte ich früher, die ersten 30 Jahre. Echtes Loslassen von allem ist jetzt gefragt, damit diese Überschwemmungen gehen können. Wenn wir loslassen, wenn wir die alten Barrikaden, diese verdammten, Entschuldigung, Mauern um uns herum einreißen, damit unsere Gefühle wieder Raum haben, damit wir uns natürlich auch mal eingestehen, dass wir wütend sind, frustriert sind, dass wir uns manchmal ohnmächtig fühlen, dass wir auch wirklich zornig sind auf den Zustand. Ich hatte ja gerade ein Video gemacht, in dem ich mal meine Gedanken und auch die wütenden, frustrierten Gedanken losgelassen habe. Und ich habe damit auch vielen Menschen in meinem Umfeld die Möglichkeit gegeben zu erkennen, ich darf das. Auch als spiritueller Mensch und gerade als spiritueller Mensch, wie ich gerade sagte, natürliche Spiritualität bedeutet, dass wir uns Raum geben für alles, was ist. Wenn wir aber festhalten an den Gefühlen, am Zorn, an der Wut, an der Ohnmacht, dann bleiben wir wieder stecken. Also lieber rauslassen und damit transformieren, als runterschlucken und unterdrücken. Denn dann kommt die Springflut, der Tsunami und der Teufel hüpft wieder aus dem alten Gefängnis raus und tobt durch unser Leben durch, walzt alles nieder, gerade Gemeinschaft, also Beziehungen werden erstickt, wenn wir und uns auch zerstört, wenn wir unsere Gefühle unterdrücken und sie dann wütend und zornig, aggressiv raushauen. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, dieses Klartext-Video. Sprengt eure Grenzen, lasst die Angst von neuem los. Denn die zweite Variante, ich hatte die erste gerade beschrieben, die zweite Variante, in die Zukunft zu schauen, bedeutet positiv zu überlegen, wo sind meine Lösungen? Wenn nichts mehr geht, was sind meine Lösungen? Und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe nicht umsonst mein Power-Handbuch für Krisenzeiten aufgeschrieben, geschrieben. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung für alle, die Angst vor Krisen haben. Ich habe alles schon erlebt. Schwerste Krankheit, ich habe sehr oft alles verloren. Ich bin vor 4 Jahren nach Mallorca gekommen, nach der Trennung einer Beziehung, ohne Geld, mit einem Auto voll Sachen und habe komplett wieder neu angefangen. Schwerste Krise, aus der ich mich wieder aufgerappelt habe. Weil ich immer weiß, tiefes Durchatmen hilft, dann finde ich Lösungen und kann klare Entscheidungen treffen. Und das, ihr Lieben, ist jetzt wichtiger denn je. Auch zum Thema Entscheidungen treffen habe ich ein Video gemacht, kommt auch hier oben hin. Und alles, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung. Ihr müsst nicht suchen. Ich habe immer mal wieder dann ein paar Videos, die ich euch empfehle, in der Beschreibung unter dem Video. Und für alle, die das immer noch nicht verstanden haben, dass es so eine Videobeschreibung gibt, weil sie ihre Videos per Handy anschauen. Wenn man es auf dem Laptop, auf dem Computer anschaut, dann sieht man das sehr einfach, den Text unter den Videos. Aber da gibt es beim Video rechts unter dem Video einen kleinen Pfeil nach unten. Ja, so ein kleines Dreieck, das nach unten zeigt. Also, ja, wenn man da draufklickt, dann sieht man die Videobeschreibung und da sieht man dann alles Mögliche zu den entsprechenden Videos. Reinige dich immer, immer wieder. Am besten jeden Tag. Entlade dich. Gerade die Hochsensiblen laden sich mit ganz, ganz viel negativer Energie auf über den Tag, wenn sie nicht gelernt haben, mit Energie sinnvoll umzugehen. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich so ein Video mal aufnehme, das zu erklären,
Das habe ich zwar schon oft gemacht, aber ich kann es gerne, gerne nochmal machen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja? Reinigen und entladen am Abend für alle, die sich immer noch zu viel aufladen, also auflasten auf die eigenen Schultern von anderen, aber eben auch an Energien aufnehmen in Bauch und Herz. Das kann man mit einer Dusche machen, das kann man mit einer, also Dusche real mit Wasser, das kann man mit einer Energiedusche machen, mit einer Meditation machen und dann wieder auftanken mit positiver Energie. Dann findet man erstmal einen guten Schlaf, wenn man sich entladen hat und kann sich dann, wenn man darum bittet, in der Nacht wieder richtig auftanken mit wundervoller, klarer, frischer Energie, damit man am nächsten Morgen frisch und wohlgemut in den Tag startet. Also, echtes Loslassen bedeutet, die alten Grenzen zu sprengen, Raum für neue Lösungen, für neue Energie zu machen und wirklich in das Neue zu fließen. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Das wissen wir nie, an keinem einzigen Tag. Leben ist ein Risiko und gerade deshalb so spannend und besonders. Es hat immer Wunder und Geschenke, die auf uns warten, aber auch Herausforderungen. Das ist Polarität. Ja? Das ist das Spiel auf dieser Erde. Gefühle haben und zu entscheiden, an welchen Gefühlen halte ich fest oder halte ich überhaupt an gar nichts fest und lasse einfach alles passieren mit der Ausrichtung, dass mir das Beste passiert, weil das Leben mich liebt, weil ich das Leben liebe, weil ich das Göttliche bin, das sich hier auf der Erde erfährt. Durch Gefühle, Aktionen, Interaktionen mit anderen auf eine konstruktive, positive, leuchtende Art und Weise. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein bisschen Mut machen, dich motivieren, weiterzudenken, positiv zu denken, Lösungen zu finden und dein wahres Licht in die Welt zu senden. Für dich selber, für uns alle, für unser neues Zeitalter. Ich sende dir ganz viel Liebe. Ich verlinke nochmal hier links und rechts zwei passende Videos. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und ich mache jetzt meinen Frühsport. In Liebe, deine Sonja Ariel. Ciao, wir sehen uns.